fängt für mich an mit einem Körper im Raum. Ich finde das Faszinierende an Tanz, natürlich ist es immer das, was man selber nicht kennt, also das Fremde, ne? Also es ist ja eine Ausdrucksform, die mir erstmal nicht geläufig ist. Obwohl ich immer gern getanzt habe in Diskotheken oder auf irgendwelchen, was weiß ich, und ich empfand das immer als sehr befreiend, das selber zu tun, weil das sich direkter anfühlt als Sprache. Und ich glaube, es ist auch älter als Sprache. Ich glaube, die Leute haben getanzt, bevor sie gesprochen haben. Man denkt immer, das Wort sei so konkret. Ich finde aber, die Bewegung ist auch konkret immer. Der Körper ist ja total, konkret. Das Faszinierende daran fand ich, dass das offensichtlich bestimmte Ausdrücke im Körper oder bestimmte Energien, die gezeigt werden oder die entstehen zwischen Menschen, so universell sind, dass die mich berühren. Und zwar egal, welcher Nationalität oder was weiß ich. Also ich verstehe das ja direkt, was da passiert, oder kann mir meine eigenen Gedanken dazu machen. Also was dadurch ausgelöst werden kann, was erzählt werden kann und auch über teilweise Bewegungslosigkeit, also über einfachen Körper im Raum und was der da macht oder nicht macht. Für meine Arbeit, weil du das gefragt hast, ist es befruchtend, weil ich natürlich ganz andere Angebote machen kann. Wenn ich gelernt habe, dass mein Körper sozusagen auch ohne Sprache als Ausdrucksmittel funktioniert, kann ich natürlich Dinge ganz anders erzählen auf einer Bühne. Also so. Und zwar ohne, dass ich mich in irgendeine Emotion reinbegeben muss oder so, sondern ich kann die Emotion auch ganz anders erzählen, nämlich mit einer bestimmten Bewegung, die da plötzlich kommt. Ja. Und das Vertrauen dann zu haben, dass sich das, was da passiert, irgendwie überträgt, ohne dass man jetzt zum Beispiel die Träne bei der Schauspielerin sehen muss oder so. Ich bin auch keine Tänzerin, auf keinen Fall, das würde ich mir niemals anmaßen, aber ich bin froh, also wirklich dankbar, dass ich die Möglichkeit habe, dieses Feld irgendwie wenigstens ein bisschen zu erforschen. Aber ich könnte nie mehr auf einer Bühne stehen, ohne zu wissen, dass ich das ganze Ding auch ohne Worte erzählen könnte, zum Beispiel. Also für mich geht Theater ohne Tanz gar nicht. Also ohne das Bewusstsein von den Möglichkeiten des Körpers da. Das ist wirklich wie eine fremde Sprache lernen. Und das ist ganz toll, weil das einen natürlich ganz wach macht und euphorisiert auch und so. Ist ein schöner Vorgang. Das Tolle an einer Aufführung in jeglicher Form, also an einer Aufführung, wo Menschen sozusagen anderen Menschen begegnen, wenn die was tun oder denen dabei zugucken, ist, dass es sozusagen, es ist nicht manipulierbar. Das finde ich immer. Es ist ein direkter Kontakt, wirklich magisch. Ich finde das unvergleichlich. Und es ist sozusagen nicht... Es ist immer ehrlich, also es kann niemand da was wegnehmen oder hinzufügen, sondern das Erlebnis ist total real und es wird ja immer seltener. Und allein schon deswegen, finde ich, braucht man das, für mich steht das außer Frage. Das weiß ich nicht, ich glaube, der hat nicht, also, Tanz hat kein Ende, glaube ich.